Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Andreas Becker, mit einem, also viel Richtiges gesagt, eines war insbesondere richtig, der Antrag fängt ja ganz richtig an oder ganz vernünftig. Als industrielles Zentrum, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, als industrielles Zentrum Deutschlands ist Nordrhein-Westfalen auf ein leistungsfähiges Straßennetz angewiesen. Das ist völlig richtig und da arbeiten wir dran. Aber alleine schon der Satz davor zeigt die Eingeschränktheit dieses Antrages. Verkehrspolitik ist Wirtschaftspolitik. Das ist auch richtig. Aber Verkehrspolitik gewährleistet insbesondere die Mobilität der Menschen. Und zwar im Alltag, alltäglich, auf ihren Fahrten, auf Reisen etc. Und es ist ein Wirtschaftsfaktor. Und dieser Antrag äußert sich ja zum Bundesverkehrswegeplan. Das habe ich hoffentlich richtig verstanden. Aber er äußert sich inhaltlich ausschließlich auf Straßenbau. Das ist sozusagen das, was CDU und FDP unter Verkehrspolitik verstehen. Straßenbau, nicht mehr. Und zwar nicht die Frage von Sanierung und Ausbesserung und Erhalt, sondern die Frage von Straßenneubau. Und der Kollege Becker hat völlig recht in dem, was er eben gesagt hat. Wir hatten ja jetzt eine ganze Reihe von Runden schon zum Bundesverkehrswegeplan, zu denen das Ministerium eingeladen hatte. Ich erinnere mich zum Beispiel daran an die Runde im NRW-Forum vorletzte Woche. Vertreter von IHK, ADFC, ADAC, Wirtschaftsunternehmen, Landräte, Regionalräte da. Und die Meinung quer durch, insbesondere fand ich spannend beim ADAC-Vorstandsvorsitzenden und beim Chef des Neusser Hafens, war doch zu sagen, NRW braucht eigentlich keinen Straßenneubau. Wir müssen unsere Straßeninfrastruktur endlich vernünftig auf den Weg bringen. Wir müssen endlich sanieren und Erhalt voranbringen. Das ist die zentrale Aufgabe. Und nun ist der ADAC oder wahrscheinlich auch der Chef des Neusser Hafens nicht unbedingt ein grüner Parteigänger. Und wenn man sich diesen Antrag durchguckt, dann geht es bei Ihnen ausschließlich leider wieder nur um die Frage von Straßenbau. Und da haben wir Rot-Grün gemeinsam und zwar sehr vernünftig mit der Straßenpriorisierung eine Liste vorgelegt, wo wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und auf das Finanzierbare. Wir wollen nicht, dass Straßen-NRW in den Regionaldirektionen hier und da Hunderte von Projekten plant, Hunderte von Umgehungsstraßen, die überhaupt nicht dringend und drängend sind, sondern wir wollen, dass die zentralen Achsen, die zentralen Bereiche, da, wo man dringend ausbessern muss, da, wo es um breitere Spuren geht, da wo es um Verbesserung der Knoten geht, das wollen wir, dass vorangebracht wird. So, das war die rot-grüne Straßenpriorisierung. Und das, was Sie wollen, das ist doch wieder zurück zu dem, was vorher war, dass Hunderte von Projekten in den verschiedenen Niederlassungen geplant werden, ewig liegen, nicht vorangebracht werden. Und das haben wir beendet. Und wir haben es auch beendet. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kern. Ich bin eigentlich gerade so im Redefluss, aber na gut. Ich vermute, er will mich zur Umgehungsstraße in Lemgo fragen, B239. Ich hatte das Glas benutzt, um Sie zu fragen. Ja? Ich lasse es zu. Gut, sehr nett. Ja, danke schön. Genau das wollte ich. Wie sehen Sie das denn? Ja, er kennt seine Schwächen. Er kennt seine Schwächen. Genau das wollte meine ich. Schwächen, ich möchte wissen, ob die Grünen ihre Position dort verändern und den als grau vermerkten Bereich jetzt wirklich, weil das Geld ja vorhanden ist und weil der Bund ja nun sehr deutlich gesagt hat, dass wir das zur Anbindung brauchen, auch als Entlastung für die A2. Ja, wie Sie dazu stehen und wann Sie uns erklären, dass das jetzt endlich läuft. Herr Kollege Kern, ich kann Ihnen mitteilen, dass die Position der Grünen sich dort vor Ort nicht geändert hat. Aber wenn Sie sozusagen detaillierte Aussagen zum Planungsprozess haben wollen, würde ich Ihnen einfach den Tipp geben, sprechen Sie mit der Straßenbauabteilung im Ministerium, die sind sehr auskunftsfreudig, oder stellen Sie eine kleine Anfrage. So, jetzt würde ich gerne in der Rede fortfahren, weil eben ja hier vorgetragen wurde von Herrn Fussem und von Herrn Rasche, dass wir da eine Uneinigkeit in der Koalition haben. Die sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich teile nur sozusagen die Euphorie, die auch eben Herr Dün ansprach. Es wäre ein grandioser Erfolg für NRW. Die teile ich nicht ganz. Und ich will Ihnen erklären, warum. Ich will Ihnen erklären, warum. Zukünftige Mobilität ist Multimodalität. Jeder Verkehrsplaner, jeder Verkehrswissenschaftler, egal wo er steht, erklärt Ihnen das, dass es um die Vernetzung der Verkehrsträger geht. Und dieser Bundesverkehrswegeplan ist Yesterday's World, 2016 aufgestellt, soll bis 2030 gelten. Und das, was sozusagen in der modernen Mobilität eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Verknüpfung der Verkehrsträger, auch die Frage des Radverkehrs, auch die Frage von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Und gucken Sie doch mal nach Dänemark oder in die Niederlande.
rechtskonservative, rechtsliberale Regierungen, das sind keine Grünen, die da Verkehrsplanung machen. Die setzen genau das um. Da sind wir doch vom Ausschuss extra hingefahren. Da frage ich mich, haben Sie da überhaupt nicht aufgepasst? Und in diesem Bundesverkehrswegeplan spielt das überhaupt keine Rolle. Und in Ihrem Antrag spielt es erst recht keine Rolle. Deswegen werden wir den auch klar ablehnen. Und ich hätte mir gewünscht, das gebe ich offen zu, dass das Ministerium bei seiner Stellungnahme, bei dem vielen Richtigen, was angesprochen wurde, das auch berücksichtigt. Wir haben ja den Radschnellweg Ruhr, ein bundesweites Vorzeigeprojekt. Ich war gerade in der letzten Woche bei einem großen Verkehrskongress im Bundestag. Alle Verkehrsplaner aus Bayern, Baden-Württemberg, Norddeutschland, alle loben diesen Radschnellweg Ruhr. Ich habe vor kurzem beim FC-Spiel in Köln einen Evonik-Vorstandsmenschen getroffen, CDU-Mitglied, der mir sagt, Herr Klocke, da haben wir uns geirrt. Dieser Radschnellweg Ruhr ist das spannende Vorzeigeprojekt fürs Revier. Da wird sich Verkehrswandel entsprechend verziehen. Die Leute kommen vernünftig zum Arbeitsplatz, sind pünktlich am Arbeitsplatz. Das ist ein Zukunftsprojekt. Und all das ist im Bundesverkehrswegeplan nicht berücksichtigt. Deswegen sage ich Ihnen als Grüner, da ist viel Vernünftiges drin, was die Knoten, die Ausbesserungen, die Frage von sozusagen Spurverbreiterungen, die Netzverstärkung angeht, das ist alles richtig. Aber es fehlen auch viele Aspekte, nicht nur im Bahnbereich, sondern gerade bei der Frage der Multimodalität. Und deswegen können wir als Grüne nicht sagen, toller Plan, alles prima, sondern wir haben ganz vernünftige Kritikpunkte, die wir hier auch vortragen, die wir auch in der Presse vorgetragen haben, wo wir bitten, dass das Land Nordrhein-Westfalen bei der Rückmeldung, die jetzt zu geben ist, entsprechend auf diese Punkte eingeht. Es ist nicht alles schwarz-weiß, es steht viel Vernünftiges drin, aber es gibt auch einiges nachzubessern. Und unser Wunsch wäre, dass die Landesregierung das entsprechend aufnimmt und formuliert. Dann hat es auch unsere grüne Unterstützung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.